das Grundprinzip von Urban Mining ist der Anspruch, komplett geschlossene Materialzyklen zu haben. Man lehnt sich an die Natur an, in der Natur geht auch nichts verloren, es ist immer alles im Kreislauf. Und die Zielsetzung ist, dass wir mit der Bauwirtschaft, generell mit unserer Industrie, dorthin kommen, dass Materialien nicht verbraucht werden, sondern nur gebraucht, genutzt, in einem Lebenszyklus und im nächsten Lebenszyklus auch wieder gebraucht, genutzt werden für etwas anderes. Ein konkretes Beispiel sehen Sie hier hinter mir, diese Backsteinwand. Das ist wirklich mineralischer Bauschutt, mineralischer Abfall aus Backsteinwänden, aus Beton. Es ist eine Firma, die hat sich so aufgestellt, dass sie diese Abfälle wieder verwenden können und eben Backsteine herstellen, die durchaus auch einen ästhetischen Anspruch erfüllen. Die haben ganz tolle Farben mit einem guten Marketingkonzept. Da gibt es Wasabi, da gibt es Nougat, da gibt es Black Pepper. Weil es ist sehr wichtig, es muss natürlich auch eine Wertigkeit darstellen. Es ist eine sehr natürlich wirkende Umgebung. Man merkt auch diese Materialien, wir haben hier Lehm drin, wir haben landwirtschaftliche Abfälle für die Dämmung, wir haben Jeans. Es gibt ein rein von der Optik abgesehen, ein Raumklima, das muss man erfahren, das muss man erspüren, das bestätigen aber alle, das wirkt, das funktioniert. Es gibt eine Firma, die lässt Pilze in Form wachsen. Das können Platten, das können auch Würfel sein. Hier hinten sind es Platten. Und das wird als Dämmwand, als Unterputzmaterial verwendet. Der Pilz lässt man in Form wachsen und dann tötet man ihn ab. Und man hat solche Pilzplatten, die natürlich voll kompostierbar sind. Man kann die sogar essen. Die sind unbedenklich für Allergiker und haben eine sehr gute Dämmwirkung, weil das sind Fasern mit Lufteinschlüssen. Das ist ein sehr schönes Beispiel zum Thema Geschäftsmodell. Es ist eine Firma, deren Kernkompetenz besteht darin, dass sie ein Verfahren entwickelt haben, wo sie den Teppich, die Teppichunterlage von den Fasern trennen können. Bisher war das schwierig. Somit ist dieser Teppich für sie zum Wertstoff geworden. Die möchten den wiederhaben und haben ihr Geschäftsmodell angepasst. Dieser Teppich wird nicht verkauft, den kann man nur leasen. Und das ist eben die schöne Brücke zur Sharing Economy. Nutzen für eine bestimmte Zeit und dann das wieder zurückgeben. Ich hoffe auf Schwachpunkte, um das geht es bei uns. Man soll hier eben diese Schwachpunkte aufdecken, die im Labor nicht sichtbar werden, die in den Berechnungen sich nicht aufzeigen. Ja, ich hoffe auf nicht Schwachpunkte, ich hoffe auf Erfolge im Sinn von, dass man zeigen kann, hier hat es nicht optimal funktioniert, wir können es aber lösen. Und das ist der Anspruch von Nest in seiner Quintessenz.